Ein herzlich großes Willkommen. Hey ho, liebe Zuschauer. Wir sind wieder dabei. Let's Play Valkyrie Profile. Kapitel 8 zum Ende zu bringen. Nachdem wir in der letzten Folge es geschafft haben, Genevieve das Handwerk zu legen im Himmelsschloss, sind wir in den Palast des Drachen eingefallen, wo irgendwie, glaube ich, vermutet wird, dass die Drachenkugel der Dragon Orb aufbewahrt wird. Und mit dem Eclipse Stone, warum immer Eclipse, weil das Ding oben leuchtet ja sowieso immer noch weiterhin. Tudeldu, keinen blassen Schimmer. Können wir jetzt an den Stellen, wo wir das Zeugs weggeschoben haben, hereingehen? Einmal ein bisschen eine Nase voll Gas nehmen. Komm schon, come on. Geh da raus. Ja. Gut. So, Interceptor lohnt sich nicht, außer zum Verkaufen. Und? Ja. Come on. Wir haben, glaube ich, hier neue Drachenkrieger für unser Wohlbefinden oder alte Drachenkrieger. Genau. Halten immer noch nichts aus. So, gut. Ja, ich liebe es, wenn so viele Edelsteinchen da rausfallen. Finde ich interessant, dass sie das für damalige Zwecke alles mit Sprites gelöst haben, weil die Konsolen damals nicht die Leistung hatten, so viele Polygone darzustellen. Oder zumindest hätte ich doch... Come on! Geht doch. Die Leistung gehabt. Da haben sie sich ja... In welchem Spiel war das noch gleich? Ja genau, Chrono Cross war es, glaube ich. In diesen Optionalenden, da haben sie die NPCs, die sich da teilweise versammelt haben, die haben Polygonen dargestellt, sodass die Konsole richtig in die Knie ging. Und das haben sie für Final Fantasy 8 in Betracht gezogen und verbessert. Wenn ich da an Dailing City mich erinnere. Da bestanden diese ganzen Menschenaufläufe ja unter anderem aus ziemlich pixeligen Hintergrund. Diese Drachenkrieger können übrigens Broken Items, also Broken Armor, Broken Spears und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Broken Swords am laufenden Band fallen. Ansonsten sind die Gegnergruppen hier mittlerweile keine Herausforderung mehr. Burgundi Flask, für den guten Schluck zwischendurch. Noch ein Bild. 13. Tod. Genau. Das war auch der Tod von Final Fantasy. Irgendwas ist hinter dem Bild. Wir bekommen den Dunkelpunktstein. Also, ein dunkles Steinchen. Und ihr wisst, wo man das ganze Ding hinstecken soll. Ihr wisst es. So, den Sonnendingsstein haben wir jetzt. Upsala. Da sollte ich vielleicht auch mal reingehen. So, ich meine, wir kommen da rein und wir kommen auf der anderen Seite, wo der Mond so schön leuchtet. Kommen wir hier quasi auch rein. Ha, warum muss es... Habe ich mir notiert, was da rauskommt? Ja, warum achte ich nicht drauf? Ha, ich mache mal so schöne kleine Symbolchen über die Schatztruhen drüber, was da rauskommt. Und achte trotzdem nicht drauf, weil ich gerne male und deswegen die Symbolchen drüber sind. Oh mein Gott! Wobei diese ganzen verschiedenen Gase, es gibt ja unterschiedliche Gase, die mache ich einfach als Gas-Symbol. So, wo war das? Diese Statue eines Mannes. Ich kann es pushen. Can push it real good. Das sie. Ich bin mir nicht. Moment, wenn das Männerstatuen sind, haben die entweder. Da haben die mächtige Brustmuskeln oder sowas. Komm, du hast, glaube ich, noch da geguckt. Also, wir müssen die hier so umdrehen, dass sie dem entsprechen, was wir auf der anderen Seite gesehen haben. Und wir mächtige 5000 Event Experience dafür bekommen. Diese Wege sind für nicht nach Rom, weil es keine Wege sind. Und dafür geht die Tür hier jetzt auf. Und wir sehen ein mächtiges Bild von mir, während ich ein LP aufzeichne. 4. Der Kaiser. Hallo, Herr Kaiser. Es gibt irgendwas hinter der Wand, hinter dem Dings. Ein Halbmondstein. Nein. Nein! Nein! Ich habe schon genug Sailor Moon-Referenzen. Ich werde jetzt hier nicht... Oh, macht der Mondnebel! Macht auf! Warum auch immer Mondnebel... Whatever. So, wir haben jetzt... Moment. Weg... Ach nein, das ist die Tür gewesen. Ah, hier Weg zurück. Wir haben jetzt soweit hier alles abgeschlossen. In diesem Bereich, im hellen, normalen Sonnenbereich. Und ich werde jetzt noch einmal zurückkehren in den Raum... Moment, oder nochmal auf meine Karte gucken. Jetzt stecken wir hier noch. Come on, benutze es. So, genau. Wir benutzen jetzt einmal den. Ne, Full Moonstone. Werden wir jetzt hier noch einmal reinstecken. Weil wir haben ja. Dadurch, dass wir den Weg uns hier eröffneten. Nein. Doch. Also, nein. Oh Gott, verdammt.
Diese Kartenzeichnung von... Come on, geh da durch. Diese Kartenzeichnungen von mir sind klein, weil diese Bereiche recht klein und übersichtlich sind, aber trotzdem vertue ich mich ja jedes Mal. Es darf nicht die Wahrheit sein. So, nein, ja, war mir schon. So, hier ist das Mondtürchen, wo wir gerade eben den Stein weggeschoben haben. Und jetzt kommen wir hier durch. Ha! Ich musste nicht ausweichen. Aha! Ich wollte an der Wand kuscheln. Also, und wir bekommen ein Savory. Gut, damit haben wir hier soweit alles erledigt. Ich werde jetzt offscreen wieder zurück in die Kammer der Frau zurückkehren, meinen Spaß haben und euch dann wiedersehen. Bis gleich. Und als ob zwei Teile des gleichen Dungeons nicht genug wären, haben wir jetzt noch mehr Möglichkeiten, da was reinzustopfen in die Frau. Und wir nehmen erstmal den Crescent Moonstone. Aber keine Panik, der Raum, ich weiß nicht, ob er sich dreht oder irgendwie sowas, man sieht's ja nicht. Auf jeden Fall ist jetzt ein seitliches Bild da. Und hier haben wir 0, der Narr. Hier haben wir 7, der Streitwagen. Hier haben wir einen toten Gegner. Nein, wir haben hier 21, die Welt. Welt ist nicht genug. Daneben ist 10, das Glücksrad. Hier haben wir 12, den gehangenen Mann. Hier haben wir den toten Mann. Mein schönes behaartes Antlitz nebenan mit dem Kaiser. Der Tod. Und der Turm. Und für das Weitere sollten wir uns eventuell merken, welche Nummer die Dinge haben. Zumindest ist das die Interpretation, die wir für später brauchen. Und... Oh, verdammt, das habe ich total vergessen, dass ich eigentlich gegen dieses Schnuckelfiechen hier meine Abwehr-Debuff benutzen möchte. Aber nun gut, es ist Zeit, die Theorie auszutesten, dass ich es nicht schaffe, mit zwei Runden dieses Viech zu besiegen, wenn ich nicht in der ersten Runde das Zeug benutze. Also, haut rein. Okay, Theorie am Arsch. Gegner auch. Was will man mehr? Man wird eben immer dann schlau, wenn man mal was ausprobiert, was man vorher noch nicht ausprobiert hat. Also Debuff für Standardgegner. Nicht unbedingt the way to go, wenn man so powerful ist, wie meine Truppe momentan. Und an dieser Stelle finden wir ein weiteres Gemälde. Nämlich, ja, den Streitwagen, den wir uns eben gespoilert haben. Und hinter dem Streitwagen ist ein Lenkrad? Nein, der Dunkelpfadstein. Dark Path Stone. Ich überlege gerade, ob es irgendwie mal ein Spiel mit Dark Path gab, aber... keine Ahnung. Irgendwie kommt mir da so eine Weltraum-Odyssee, so ein Weltraumspiel in den Sinn, aber ich wüsste nicht, wie es heißt. So, guck gerade mal ganz kurz. Der Dark Path Stone. Spot Path. Man muss ein bisschen aufpassen, was man da reinstopft. Man weiß es nicht immer, wenn beide zwei Steine mit Dark anfangen. Oh mein Gott, wieso ist hier eine Statue der Frau? Irgendwas ist darauf geschrieben. Der Jüngste zuerst. Außer des Narren. Okay, ah ja, stimmt, das ist der Hinweis. Nämlich... oh mein Gott, den kennen wir doch schon. Ich werde hier aufscreen die Gegner erstmal weg. Wie man sich an dieser Stelle eventuell schon ausmalen kann, müssen wir hier diese komischen Türen, wo auf der anderen Seite, also in dem Gang, wo ich vorher war, mit dem anderen Stein, die uns an den Bildern orientieren. Nämlich die Nummer gibt an, wo wir zuerst rein sollen. Und der Jüngste ist der Kaiser gewesen, der an dieser Stelle war. Mit der Nummer 4 war es, glaube ich. Das müsste dann die Stelle hier gewesen sein. Wobei ich die Nummer jetzt gerade nicht mehr auswendig habe. Ich habe mir hier notiert, in welcher Reihenfolge das ist. Das Blöde ist, wir werden immer irgendwie rausteleportiert. 1, 2, 3, 4, 5... Deswegen muss ich immer ein bisschen abzählen. Das ist gut. Dann gehen wir jetzt hier hinein. Gut, das war Nummer 4, 3, jetzt hier hinein in die 2. Und jetzt gehen wir ganz nach links in die Nummer 1 hinein. Und Moment, es bleiben nur noch 2 übrig. Das heißt, der letzte... Ne, Moment, das war der letzte, das war die 7. Das ist dann die 6. Und Nummer 8 war, glaube ich, der Narr. Der Narr, der mit der Nummer 0 quasi, das ist ja die Ausnahme, deswegen kommt der natürlich dann ganz zum Schluss rein. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, dann kriegen wir 20.000 Event Experience. Was an dieser Stelle, und dann ist die Tür natürlich auch auf, was an dieser Stelle ein Tropfen aus dem heißen Stein ist, möchte ich mal sagen. Der Sacred Javelin, aber ganz wichtig, der gehangene Mann. Und hinter dem gehangenen Mann ein Seil? Nein, ein Neumondstein.
und Königin Helenia fressen. Nein, ich wollte doch die Sailor Moon-Referenzen hier irgendwie weglassen. Wobei ich keine Ahnung habe, was diese ganzen Steingeschichten hier mit zu tun haben. Mit Drachen, Schreien, whatever. So, was hat mir jetzt gerade der New Moon Stone? Ich glaube, das ist... ich kann das bei mir auf der Karte nicht so richtig entziffern, weil es kreuz und quer alles eingetragen ist. Man weiß ja nicht, wie viele Iterationen des gleichen Dungeons hat man denn jetzt hier noch die ganze Zeit. Aber jetzt haben wir hier wieder einen neuen Raum, der freigelegt wurde. Na, wenigstens kann man hier nicht durch den Boden fallen und muss den Dungeon nochmal neu machen. Wie andere Dungeons. Eine seltsame Maschine. Möchte ich sie bedienen? Nein? Doch. Das Himmelsbild des Drachen. Ich meine, ich mag ja diese astrologisch, ne? Astronomisch waren die Raumfahrer und so weiter. Und ich kann mich jetzt hier weiter bewegen. Und da die Maschine sich bewegt hat, kann ich jetzt was anderes tun. Gut, nur Zeit, einen Blick auf die Karte zu werfen. Ich finde es schön, dass sie zumindest hier jetzt nicht alles vollgepackt haben mit irgendwelchen Gegner-Packs. So, New Moon Stone. Gut. Dann benutzen wir jetzt den Dark Spot Stone. Man ist ja auch alles mehr als genug. Diese Frau ist vollgestopft mit allen möglichen Dingen. Und über diesen Weg, was ich sagen wollte, dieser Weg führt dahin, wo wir schon mal waren. Der Typ kann nicht mal, weil er eh keinen Erfahrungspunkt hinterlässt. Und dadurch erreichen wir den Raum auf der anderen Seite. Oder in einer anderen Dimension. Ich habe keine Ahnung, wie das hier genau funktioniert. Ob uns die Statue mit Hilfe des Steines irgendwo in einen gleich aussehenden Bereich des gleichen Schlosses oder des gleichen Dungeons teleportiert. Und da wir jetzt irgendwo Licht angemacht haben und 50.000 Event Experience mitkriegen. Während wir hier Schleimblobs haben und es trotzdem noch dunkel ist. Das ist jetzt eine gute Frage, wie ich am besten gegen die vorgehe. Ich meine, gegen... Was war's? Entweder waren sie gegen Poison Blow recht resistent oder gegen... Das andere. Okay, sie waren gegen Poison Blow recht resistent, das heißt, sie sind nicht gegen physische Angriffe sonderlich resistent, deswegen werden wir sie eine nach dem anderen wegholzen. Wenn das denn noch ausreicht, zumindest für einen, und nochmal einen Schatz, um zu sehen, was sie denn droppen können. Ansonsten nichts Großartiges zu sagen gegen, oder was diese Viecher eigentlich... Was zum Teufel ist gerade passiert? Läufer konnte kontern, ich habe den Konterknopf gedrückt und dann pow! Hat er sich gerade selber einen reingewirkt oder was? Wieso steht er jetzt so komisch? Das macht nicht so wirklich viel Sinn gerade. Keine Ahnung, oder hat der Gegner noch irgendwie so ein Spucki-Schleimi auf mich drauf gespuckt und deswegen bin ich, oder ist Läufer getroffen worden und deswegen ist der Konter irgendwie total in die Binsen gegangen? Ich weiß es nicht. Oh, hier von den Viechern kriegt man Broken Blades. Also, wenn man Geld ohne Ende farmen will, kann man hier gerne weitermachen. So, okay. Noch schnell hoch, bevor der Typ wiederkehrt. Um einen Frigid Damsel mitzunehmen. Ein Zauber, den ich nie wieder... Nein! Schleimi. Ein Zauber, den ich noch nie benutzt habe und auch nie benutzen werde. So. Dadurch, dass die Maschine sich bewegt hat, kommen wir jetzt hier in den hinteren Teil mit einem Speicherpunkt. Sehr, sehr schön, der Speicherpunkt, weil jetzt kommt lästiger Scheiß. Noch eine Frauenstatue, auf der was geschrieben wurde. Lass dich vom Wächter nicht finden. Okay. Ich werde mich von dem nicht finden lassen, aber es ist leider nicht der Wächter, den sie meinen. Noch etwas mit einer Frauenstatue. Der Pfad öffnet sich vor dem Wächter. Vor dem... Oh, nee! Damit haben wir nun jegliche Information, die wir brauchen, um weiterzukommen. Nämlich, der Wächter war nicht das, was wir vorher gesehen haben, sondern das hier. Und wenn man da nicht drauf vorbereitet ist, dann wird man gefangen genommen. Und wir wissen, wir dürfen uns von dem Wächter nicht fangen lassen. Und der Ausgang, der weitere Weg, soll sich vor dem Wächter befinden. Was bedeutet das nun? Wenn wir uns vor den Wächter stellen, dann wird er sauer. Dann chargt er uns an. Und wenn wir ihn berühren, dann kommen wir in einen Fallenraum. Und genau deswegen habe ich mir gedacht, gerade hättest du doch mal gedingst. Gedingst, gebumst. Moment. Ich brauche mal kurz eine Pause. So, Karte begutachten. So, Wächter, dem sind wir gefolgt. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt
hier weiterkommen. Ich weiß. Wenn man nicht mehr weiß, oder möchte spawnen, wird man geownt, weil er einem dann in den Ausschnitt fährt. Nein, man kommt in diesen komischen Fallenraum, man kommt in diesen Raum, in dem ein Wächter ist. Man kann diesen Wächter umbringen. Dieser Raum hat 4 Ausgänge. Wenn man nach oben, nach unten oder nach rechts geht, kommt man immer wieder in diesen Raum hier. Und wenn man es schaffen sollte, den hier zu besiegen, dann bekommt man Erfahrungspunkte in den Arsch geblasen, die sehr, sehr, sehr reichlich sind. Und für das ein oder andere Level-Up eventuell ausreichend ist diesen Zeitpunkt. Jawohl, sag ich doch. Fast 200.000. Also von daher hat es sich dann doch so ein bisschen gelohnt. Mit einem Broken Spear. Wir bekommen hier permanent Schaden. Und jetzt habe ich auch selber keine Ahnung mehr genau, wie das hier genau funktioniert. Irgendwie überall mal lang gehen, Schaden kriegen, glücklich sein. Ich hätte immer gedacht, ich gehe jetzt einfach mal hier lang, da lang. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert, ganz ehrlich. Weil, wenn man den Gegner nicht umbringt... Ah, okay. Irgendwann kommt man nämlich an eine Statue. Wenn man den Gegner nicht umbringt, dann steht er trotzdem immer wieder in jedem Raum an der gleichen Stelle. Und man kommt jetzt hier mit dem, was war das? Dark Path Stone... Nee, Dark Spot Stone war es. So. Komme ich jetzt dadurch wieder an die Stelle, wo wir den Raum quasi das erste Mal betreten haben. Und ich darf den gesamten Scheiß nochmal machen. Wobei, ich bin mir jetzt da gar nicht genau sicher. Ich glaube, ich darf den gesamten Scheiß noch... Obwohl, da waren wir schon mal. Dass ich den gesamten Scheiß nochmal machen... Komm, geht auch. Und genau deswegen werde ich jetzt speichern. Bis gleich. Dann schauen wir doch mal nach. Ich hätte nämlich beim allerersten Mal hier... gespeichert und als ich da in diesen komischen Raum gefallen bin und dann erstmal, ups, wie geht das jetzt, was verlangen die jetzt von mir? Okay, oh Gott, ich habe immer wieder gespeichert, wenn ich gefangen wurde und von daher keinen blassen Schimmer, ob der jetzt kommt. Gut, da kam er, da werden wir nicht eingeheißt, nehmen wir uns mal den Dragon Slayer, come on, geh da durch. Und finden uns hier mit einem Quarz-Gem und einem Lightning Bolt. Gut, dann müssen wir das nächste Mal schon mal nicht wieder hier hin. Oh Gott, der Wächter, er kommt hinter mir her. Aber ich gehe hier lang und habe eine weitere Hinweisstatue einer Frau, auf der was geschrieben steht. Die schlafende Wache beinhaltet, hält den Schlüssel in der Hand. Und ich hoffe, dass ich das Ganze hier hinkriege. Come on! Irgendwas ist drauf geschrieben. Schlaf wird gebraucht, wenn der Wächter deine Anwesenheit bemerkt oder sowas. Ah ja, genau, wenn der Wächter kütt. Der Wächter kütt gleich. Gleich kütt der Wächter. Verdammt, wo ist der Wächter? Mach erstmal die Scheiße hier auf. Verdammt, wo war der Wächter? Oh, da ist der Wächter! Hui! Wisst ihr was? Ich gehe offscreen zurück in den Wächterraum, wenn ich den Weg zurückfinde, dann muss ich nämlich die dämlichen Schatztruhen nicht mehr aufmachen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich da bin. Dark Spot. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und das ist die letzte Herausforderung, die ich zu tätigen habe. Bei diesem Wächter hier. Das ist jetzt das große Problem. Er muss uns anchargen, weil wir müssen ihn müde machen, damit er anfängt zu schlafen. Und wenn er schläft, dann können wir ihm einen Schlüssel klauen. So, komm, dreh dich um. Kommt er auf mich zu? Komm. Nein! Scheiß die Wand an! Ist das eine lästige Kacke hier? So. Wisst ihr was? Rui! Okay, doch nicht Rui! Dass man nicht vor ihn springen darf. Dass er, während man quasi über ihm ist, schon hier... seinen Charge-Angriff macht. Aber ich probiere jetzt was anderes aus. Dreh dich. Hui! Das ist doch nicht wahr! Dich mache ich jetzt müde. Dich mache ich jetzt sowas von müde. Uah! Penner! Nein! Ich schmeiß das jetzt auf dich! Ich schmeiß es auf dich! Hier, kapier dran! Und Spell Reinforce. Gut. Ich glaube, ich hab's jetzt ein bisschen raus. Ein kleines bisschen sogar. Ein ganz kleines bisschen. Nämlich. Hui! Ja, das sind katzenartige Reflexe. Das ist genauso wie in
in Ein Supertrio. Da gibt's auch diese Folge, wo Toshi, der Detektiv, mit seinen Polizeifreunden der Diebin hinterherläuft. Wow! Komm, jetzt penn mal ein, Junge. Wo er den Dieben hinterherläuft. Und sie macht einen Salto in einen engen Gang über die komplette Polizeitruppe hinweg. Und die sehen das natürlich. Hey, da war doch was. Da ist nichts mehr. Gehen wir langsam. Essen wir Donuts. Machen wir Feierabend. Mache ich hier was falsch? Wüsste jetzt eigentlich nicht. Ich meine, es charged. Ich muss mehr oder weniger sofort springen. Ansonsten macht dieses Viech hier mich fertig. Und ich darf wieder alles von vorne machen. Und... Oh ja! Oh ja! Der blutrote Stein ist mein! Mein! Mein ganz allein! Und ich darf den ganzen Weg zur Statue wieder zurücklaufen. Wir sehen uns. Bis gleich. Oh nein, Moment, da war auch noch Statue. Okay, da bin ich wieder. Und damit haben wir den letzten Stein erlangt. Den blutroten Stein. Und der bringt mich in die letzte Kammer dieses Etablissements. Doch werden wir den Dragon Orb hier finden? Oder wird es einen anderen Grabräuber geben, der sich uns gegenüberstellt? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Valkyrie Profile. Die allerdings dauert eventuell ein bisschen. In der diesen Woche, also das ist jetzt Montag, wo es hochgeladen wird, werde ich eventuell erst wieder am kommenden Wochenende dazu kommen, wieder was hochzuladen, wegen meiner Arbeit. Aber da müssen wir halt so lange warten. Bis dann. Ciao.